Servus, ich bin der Andi und wir machen heute für einen Kumpel solche Schilder. Diese Schilder sollen auf solche Bosch-Werkzeugkoffer kommen. Während das erste und einzige Werkzeug vermessen wird, mache ich mich an das Rohteil. Es handelt sich um Gravurplastik in Schwarz-Silber. Das Vakuum ist so stark, dass es durch das Opfermaterial eine dünne MDF-Platte geht. Nachdem der Nullpunkt von X, Y, Z bestimmt ist, kann es auch schon losgehen. Viel Spaß! So sieht das Ergebnis aus. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich bin vielleicht etwas zu tief eingetaucht, aber im Großen und Ganzen passt das schon. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Fusion programmiert wird. Okay, der Fusion-Teil. Man sieht schon, es gibt hier keinen Körper. Ich habe das alles einfach nur mit einer Skizze gemacht. Man kann es euch in dieser Timeline sehen. Es gibt nur eine Skizze und die schauen wir uns mal an. Ich habe hier das Teil ausgemessen, 200 und 198, so groß war einfach diese Platte. Das Maß hier 91 auf 65 habe ich ausgemessen von diesen Bosch-Koffern, habe einfach gesagt, okay, die Größe soll es haben. Dann noch hier mit so einem Radius versehen, 3 mm und das war jetzt erstmal diese, ich nenne es mal Scheckkarte. So, als nächstes, das Bosch-Logo habe ich als SVG importiert. Das gab es öffentlich im Netz, also ich kann jetzt gar nicht sagen, woher ich es habe, aber es war einfach eine SVG-Datei. Auch den Schriftzug, genau, das war ein Set, also ein SVG, eine SVG-Datei. Hier mein Stempel, das habe ich einfach per Text gemacht, also erstellen Text und so die Karten hinzugefügt, zu den Karten hinzugefügt. Und jetzt zu den Werkzeugen. Man kann es schon sehen, also ich habe es nicht gezeichnet, ich habe es einfach per SVG importiert. Ich habe da so eine Seite gefunden, das war sogar tatsächlich kostenlos. Und da ich es ja nicht kommerziell betreibe und auch nicht verkaufe, denke ich mal, ist es schon okay, so wenn ich das benutze. Ja, dann habe ich da einfach hinzugefügt. Das war tatsächlich schon die ganze Konstruktion. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch dazu erzählen soll. Ich habe das entsprechend skaliert, platziert, ja, das war's schon. Weiter zur Fertigung. Ja, die Fertigung. Als allererstes habe ich natürlich ein Setup erstellt. X und Y habe ich einfach übernommen von hier unten. Modellbemaßung. Und bei Z 1,3 mm. Versatz von oben. Z0, also wo ist die Skizze? Auf Z oben, also Versatz von oben, 0. Und so ist dann die Skizze genau oben. So. Man kann es hier schon sehen, Projektion, Gravieren und lauter Projektionen. Wir schauen uns mal die erste Projektion an, nämlich dieses Bosch-Logo. Hier
hier kommt von Sosotec, dieser Razor Point. Also ich muss sagen, tolles Werkzeug, ich bin echt begeistert. Mit einem Winkel von 30 Grad, also 15 Grad eine Flanke. Und das hier sind meine Parameter. Als nächstes wähle ich die Geometrie aus. Und das war natürlich ein bisschen Fleißarbeit, das alles anzuklicken. Habe das einfach alles angeklickt. Ich habe hier nicht mit dieser Gravurfunktion gearbeitet, weil ich einfach Angst habe, dass er hier sagt, ich habe Angst, dass ich irgendwie die Wand berühre, vielleicht fahre ich da nicht so tief rein, deswegen sage ich, nee, mach das so, also fahre immer diese Linien senkrecht an und dann bin ich mir auch sicher, dass es immer das gleiche Ergebnis hat. So, Höhe, da habe ich gar nichts gemacht und bei den Durchgängen hier 0,4. Das ist standardmäßig drin, das habe ich nicht reingemacht. Ich muss aber sagen, es war ein bisschen zu viel. Also ich glaube so 0,2, vielleicht 0,3 wäre besser gewesen. Aber das ist natürlich schon Jammern auf ganz hohem Niveau. Und hier habe ich nichts gemacht. Als nächstes gravieren. Und da geht es hier um meinen Stempel, meinen Schriftzug. Selbe Werkzeug, selbe Schnittdaten. Die Geometrie ausgewählt. Und in Höhen habe ich auch 0,4. Ich wollte, dass es einheitlich ist. Aber auch hier würde ich ein bisschen reduzieren. Durchgehend habe ich nichts verändert und hier auch nicht. So, ich gehe mal jetzt nur auf ein Werkzeug hier ein. Man kann sehen, ich habe immer die Werkzeuge einzeln gemacht. Nehmen wir einfach hier mal diesen Fuchsschwanz. Hier habe ich als Geometrie einfach jede Linie angeklickt. Also auch nichts Wildes. Oh, ich sehe, ich habe was vergessen. Höhe nichts verändert, Durchgänge minus 0,4 und die Anfahrt, also da habe ich auch nichts verändert, nein, also einfach alles Standardwerte. Ich muss sagen, das war auch sehr, sehr schnell programmiert. Ich habe irgendwie gedacht, ich werde da ein bisschen länger brauchen, aber eine Stunde vielleicht und da war schon alles durch. Okay, die letzte Projektion, der hat zwei Akkuschrauber, der Kumpel. So, die Kontur. Bei der Kontur durch das gleiche Werkzeug, alles gleich, die Schnittdaten, die Geometrie, habe ich dann das hier ausgewählt. Standardmäßig war es so, also er wollte innen fahren und nicht außen. Ich will es natürlich außen haben. Bei den Höhen sage ich minus 0,9. Die Platte hat ja 1,3 mm. Der Ursprungsplan war, erstmal mit 0,9 durchzufahren. Die Platte hat 1,3 mm, also würden noch 0,4 mm stehen bleiben. So war es nicht. Ich weiß nicht wieso, wenn ich ehrlich bin. Ich habe meinen Rechner formatiert. Vielleicht hat er vom Tiefenregler den alten Wert nicht übernommen. Oder ich weiß es wirklich nicht. Oder war hier genau in der Mitte, wo ich angetastet habe, dass die Platte da irgendwie so einen Huckel hatte oder was. Ich kann es mir echt nicht erklären, wieso beim ersten Durchgang die ganze Platte schon durchstochen war. Wie gesagt, hätten eigentlich 0,4 mm noch stehen bleiben müssen. Keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Ich muss es mir mal in Ruhe anschauen. Also im Augenblick schiebe ich es auf das Formatieren vom Rechner und auf CNC Graph, dass er die Werte einfach nicht übernommen hat vom Tiefenregler. Okay, hier habe ich nichts verändert. Bei der An- und Wegfahrbewegung Anfahr-Wegbewegung, genau, habe ich einfach gesagt, hier, ich glaube, habe ich nichts verändert, einfach so stehen lassen, genau. Und wenn man das so stehen lässt, dann macht er hier, vielleicht simuliere ich mal eins, kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Okay, so ein bisschen schnell. So, ja, genau. So. Hier kann man sehen, diese 0,6, der taucht außerhalb ein, macht so einen ganz kleinen Schlenker und fängt dann an, die Karte auszustechen. Also sah ja super aus, hat man ja gesehen, es hat eigentlich gut funktioniert. Nur mit der Tiefe halt nicht, aber sei es drum. Genau. Und so, hier kann man auch diese Anfahr- und Wegbewegung, Anfahr- und Wegfahrbewegung sehen. Genau, so soll es ausgestochen werden. Zuerst 0,9. Wieso habe ich das in so vielen Schritten gemacht? Weil ich mir einfach nicht sicher war mit dem Vakuum. Man hat ja gesehen, es ging durch diese MDF-Platte.
Ja, ich muss sagen, das Vakuum war okay. Es war nicht perfekt. Dadurch, dass es ja durch die Holzplatte gegangen ist, was ich übrigens nicht gedacht hätte, war ich mir nicht ganz so sicher. Ich habe gesagt, okay, lieber auf Nummer sicher. Der Plan war zuerst 0,9, dann 1,2. Also jetzt sollten noch 0,1 mm unten stehen bleiben. Und wenn es dann immer noch sauber gehalten wird, dann, Achtung, sehr tief, wollte ich in die, also komplett durchstechen und bis auf 0 fahren. Mit dieser Operation war es ja schon durchstochen. Wie gesagt, keine Ahnung wieso. Ja, das war es tatsächlich schon. So werden dann diese Karten ausgestochen. Jetzt werden sie wahrscheinlich noch geklebt oder vernietet. Keine Ahnung, was da der Kumpel vorhat. Und das war's schon. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sage bis zum nächsten Video. Ciao.